Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Starfield. So, dann wollen wir doch mal gucken, dass wir jetzt uns aufmachen nach Londinion. Das heißt einmal, ja, nach Londinion geflogen. Soweit waffentechnisch sind wir ja ein bisschen besser vorbereitet. Gab ja ein bisschen Upgrade und so. Also wollen wir einmal hinspringen da. Diese Welt ist gesperrt. Wir raten, sofort zu einem sicheren Ort zu springen. Ich darf hier sein. Ich bin Commander Hatum verabredet. Ich prüfe das mal eben. Stimmt. Alles klar. Wir sagen Bescheid, dass du auf dem Weg bist. Na dann sag mal Bescheid. So. Dann wollen wir aber einmal landen. Weil wir sind ja verabredet. Und so. Beginne Landezyklus. Okay, gut, denn einmal auf die nächste Schneeebene hier. So, bevor mir hier ganz kalt wird, geben wir einmal Gas. Bin ich echt am überlegen, ob ich nachher die Ausrüstung wechsle. Zwischen den Barrieren, Laufschritt! Jo, hab ich gemacht. Du bist bei der Xeno-Einheit. Auf zum Kommando, am anderen Ende des Geländes. Bin unterwegs. Die gute Xeno-Einheit hier. So. Dup, 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 dup. Hallöchen. Ich rühme mich, alle zu kennen, die Fuß auf diesen Planeten setzen. Aber dich kenne ich nicht. Bist du mit dem Sammelteam hier? Oder du bist ein Eindringling und hast ordentlich Pech. Captain Bullturtle, UC Vanguard. Ich werde erwartet. Vanguard, Es hieß, ihr wärt eine vielschichtige Gruppe. Euch muss ja die Sonne aus dem Hintern scheinen, wenn ihr so eine Aufgabe bekommt. Ah, dann sind das wohl die anderen aus der Truppe. Commander Hatum, ich... Vorstellen ist nicht nötig, Major Sonno. Dr. Walker, euer Ruf eilt euch voraus. Genau wie die Dringlichkeit eurer Mission. Also fange ich mal an. Also, Londinion gehört zu den gefährlichsten Orten in der Milchstraße. Es gibt also einen Grund, warum meine Soldaten und ich die Stadt auf keinen Fall betreten wollen. Überall gibt es Terrormorphs und die strukturellen Schäden, die zurückblieben, als Major Sonnos Vater den Raumhafen bombardierte, hat das weite Teile der Metropolis in ein verfallenes Labyrinth verwandelt. Deshalb bekommt ihr jegliche Ausrüstung und Informationen und wir laden die kommunalen Freischaltcodes auf euren Roboter hoch. Alles, was uns zur Verfügung steht für euren Erfolg. Nur eines nicht. Auf der anderen Seite dieser Barrieren seid ihr auf euch allein gestellt. Wenn es Probleme gibt, werden meine Leute nicht mehr kommen. Haben wir uns verstanden? Verstanden, Ma'am. Keine Verstärkung. So ist es. Dann bereite dich mal vor. Deine Ausrüstung findest du in unserer Waffenkammer, am Fuß des Turms, gleich draußen. Und ich glaube, dort wartet schon jemand auf dich, Captain. Sobald du die Basis erreicht hast, empfehle ich dir, den kürzesten Weg zur nahegelegenen Acelis-Fabrik zu nehmen. Dort ist eines unserer Feldverstecke. Ich kann nur nicht garantieren, dass sich sonst nichts dort befindet. Ich hoffe, ihr findet da draußen, was ihr sucht. Roboter, du kommst mit mir. Jawohl, Ma'am. Danke, Commander. Percival, bereit dich in ihren Kommunikationsturm einzuklinken? Sollte nur ein paar Minuten dauern. Erledige das und verschwinde von hier. Percival wird von hier aus die Stadt nach unseren Proben absuchen. Wenn er eine findet, wird er uns die Koordinaten übermitteln. Bereit, wenn du es bist. Okay. Geh zur Waffenkammer und rüste dich aus. Wenn du fertig bist, treffen wir uns am Stadteingang. So, sammle deine Ausrüstung ein. Jawohl. Ist zwar nicht meine Ausrüstung, aber wird trotzdem mitgenommen. Dann gucken wir hier mal rein. Oder nicht irgendwo hier? Wo ging das denn hier?
Ah, hier war das. So, wir kriegen eine modifizierte Drumbeat diesmal. Mhm. Munition. Und da bin ich ja. Robust, Nahkampfschaden, befestigt, Tragkapazität, gepanzert, erlittener physischer Energie- und EM-Schaden. Mit einem Powerboost. Bestienjäger, Analysator und Brand, jawohl. Bestienjäger, okay. Autoheilung hallo. Und Wächter. Ja, hallo. Du entsprichst unserer Beschreibung. Vanguard Captain, das Kabinett will dir etwas geben. Du sollst die besten Werkzeuge für deine Aufgabe haben. Entschuldige mich jetzt bitte. Okay, und... Ging sogar noch eine schwere Waffe, ui. Nee. Kann gerade nicht quatschen. Das darf ich auch nochmal mitnehmen. Mission. Ja, Hauptsache die Hantel nochmal mitnehmen. Hier haben wir noch einen Navigator. Und ansonsten... Ja, was haben wir jetzt noch für eine Waffe gekriegt? Irgendeine schwere Waffe haben wir jetzt noch gekriegt. Ach, die haben wir jetzt in Legendär gekriegt. Abprallschutz. Bei jedem vierten Schuss werden zwei Projektile auf einmal abgefeuert. Aufreißen. Ja, Bluteneffekt. Und Kammerjäger. Ohlala. Ein halbwegs schönes Ding hier. So, jetzt müssen wir mal gucken. Eigentlich... müsste ich ja jetzt die Anti-Xeno wieder ansetzen, ne? Weil würde ein bisschen mehr anbringen, ne? Also Sternblut hätte jetzt 149. Hier sind wir jetzt zwar ein klein wenig geringer, aber wenn wir jetzt sozusagen noch den Rest mit dazu nehmen, wie Rüstung und den Helm nochmal mit oben drauf. Und da nachher nochmal Mods draufpacken, dürften wir eigentlich besser dastehen. Und es sieht einfach nur genial aus. Es sieht einfach nur genial aus. Könntet ihr denn vielleicht den anderen Anzug geben, ne? So, aber komm, mit der Minigun hier. Einmal hoch hier. Ganz schön tief. So tief war das jetzt eigentlich nicht. Der Kampf steckt dir noch voll in den Knochen. So, hier haben wir noch was zu essen. Ich werde mich trotzdem nochmal mit einem Traumapack besetzen hier. Und dann gucken wir doch mal. Ist deine Ausrüstung bereit? Und du auch? Ich bin bereit. Dann bringen wir es über die Bühne. Kaisa, Percival, alles im grünen Bereich bei euch? Ich bin bereit. Persönliche Nachrichten sollten jetzt über Kaisa geleitet werden. Verstanden? Verstanden. Laut und deutlich. Vielleicht zu laut. Du bist ein Kracher-Roboter. Kaisa, fang an. Freischaltcode übertragen. Wenn Sie bereit sind, dürfen Sie das Tor öffnen. Okay. Wir sind auf dem Weg in die Stadt. Percival, wohin geht's? Erste Suche läuft. Hab eine. Erzähl es. Nicht weit. Eine alte Werft gleich hinter der Aufbereitungsanlage. Die Genproben sind wahrscheinlich in einem der Container. Na gut, denn. Mal sehen, ob die was Gutes haben. Tötungsprotokolle aktiv. So, einmal nachladen. Ich könnte noch mal kurz ein bisschen was einschmeißen hier. Den guten Tee. Scheiße! Die Dinger werden gesteuert! Schalte sie aus und halte Ausschau nach dem Raum, der sie kontrolliert! Sollte nicht das Problem sein. Ah, ich mag Miniguns. Sicher finden wir dafür einen. Mir ist der Appetit vergangen. Dir ist der Appetit vergangen, ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. So.
Rettungsanlage. Das Versteck samt Inhalt befindet sich im hinteren Teil der Anlage. Kaisa, sind wir nah genug, dass du von hier aus die Proben lokalisieren kannst? Ja, sie sind schwach. Aber ich erfasse mehrere gültige Signaturen. Die Container haben jetzt wieder Strom. Jackpot! Da nichts wie runter und ordentlich zugreifen. Ja, ich greife gerade ein bisschen zu. Auch wenn da jetzt nicht krass was Besonderes drin ist, aber komm, wir nehmen es mit. Überladen ist ja jetzt nicht eigentlich das Problem. Würde der passen? Ja, der würde passen. Dann nehmen wir das so. So. Ich würde denken, der hier könnte passen und dann müssten wir einen opfern. So. Und dann könnten wir mal gucken. Der hier würde so reinpassen. Und der so. Wunderbar. Ah, noch eine Schrotflinte. Gut, denn. Ab ins Schneegetümmel. Na, jetzt habe ich mir eine Unterkühlung zugezogen. Achtung, mögliche Gefahr. Oh, Feuer frei! Beginne Eliminierung. Du lässt mich doch nicht etwa hier, oder? Ah? Ersten Morph haben wir. Wir können ein bisschen was schlucken, aber die Minigun ist cool. So. Sieht ja alles so ein bisschen duster aus. Genau, da ist schon mehr nötig. So. Ah, gut. Alle Kampfsysteme aktiviert. Morph Nummer 2 haben wir auch. War ja nicht sogar noch ein dritter. Irgendwo. So, hier war das nicht drin. Ich glaube, es war da hinten drin, ne? Ne? Ne, hier war es auch nicht drin. Das heißt, wir haben ja nur noch den da oben. So, schon mal ein bisschen Sauerstoff nachfüllen hier. Shattershock. Durchdringt selbst die stärkste Panzerung. Alle Azeles-Proben gesammelt. Okay. Die geben wir jetzt Kaisa und dann verschwinden wir hier. Na gut. Ja, Kaisa, bleib doch mal hier. Gesichert. Gute Arbeit. Also gut. Bei einem vorherigen Scan wurde eine Terrormorph-Probe erfasst, aber im Raumhafen. Der schnellste Weg dorthin scheint mit dem Hafen zerstört worden zu sein. Unter der Stadt gibt es Dampftunnel, durch die wir den Raumhafen erreichen können. Was willst du? Das stimmt, Kaisa. Woher wusstest du das? Ich bin mir nicht sicher. Percival, siehst du eine bessere Option? Nicht aus meiner Perspektive. Dann haben wir unsere Antwort. Zugang frei. Wir können weiter. Na denn? Aber kam da jetzt nicht noch ein Terrormorph? Ich glaub schon, ne? Na ja, gut, ich sollte jetzt nicht so viel rennen. Oh, waren da wirklich nur zwei? Waren da nicht mal drei?
mich schon auf die dicken Epi gefreut. Das hier ist die Lazarus-Pflanze, nicht wahr? Bestätigt. Niemand erkannte, dass sie ein Lebewesen war, bis jemand sie unter das Mikroskop legte und sah, dass sie Zellen hatte. Kann nur in Londinion angepflanzt werden. Ein echtes Wunderwerk. Na gut. Wird gleich noch ein anderes. Diese Parasiten. Was hält euch denn warm? Energie. So, böse Parasiten hier. Ja, hier können wir noch mal ein bisschen was mitnehmen. Überladen sind wir eh schon. Kriegen wir nachher gut wieder was zu verkaufen. So, einmal alles mitnehmen. Was ist das? Mein Gott, sieh nur. Eine blühende Lazarus. Wir sind vielleicht die einzigen. Was? Was ist los? Captain! Siehst du das? Oh mein Gott! Die Thermoparasiten sind Terrormorphs! Aber nein, das kann nicht sein. Thermoparasiten sind überall. Die leben überall. Das heißt, dass Terrormorphs... Oh Gott. Du hast das gerade gesehen, oder? Du würdest mir sagen, wenn ich den Verstand verliere. Der Parasit ist zu einem Morph geworden. Das Ungeziefer auf allen Planeten, das... sind Baby-Terromorphs. Parasiten verstecken sich auf Schiffen, schleichen nach der Landung weg und verwandeln sich dann. Wir wissen jetzt, wie Terromorphs auf neue Planeten kommen. Das klingt nach einer großen Entdeckung. Das kannst du laut sagen. Aber wenn das wirklich möglich ist, die Lazarus-Pflanze beschleunigt die Thermoparasitentransformation offenbar. Verwandelt das eine ins andere. Augenblicklich. Aber das heißt, wenn jemand davon wüsste, könnte er eine Terrormorph-Geburt auslösen. Man könnte einen Parasiten oder sogar mehrere in eine Stadt wie New Atlantis schmuggeln. Guter Gott! Der Angriff auf New Atlantis, hat das... könnte das jemand eingefädelt haben? Nach dem, was wir gerade gesehen haben, ist das sicher möglich. Aber erst einmal müsste man die Wahrheit kennen. Naja, wir müssen das Ding fassen, wenn wir es wirklich wissen wollen. Hinterher! Wir können fortfahren. Los! Na gut, denn... einmal weiter. Aufpassen! System beschädigt. Leite Energie um. Also gut. Percival, Kaisa hat die Zelldaten von den Angriffen auf New Atlantis und Tau Ceti, richtig? Ich habe sie selbst hochgeladen. Isa soll einen Blick auf diese Probe werfen. Leite Analyse-Sequenz ein. Sie stimmen überein. Das bedeutet mit großer Sicherheit, dass die Angriffe auf beide Planeten mit Hilfe der Lazarus-Pflanze ausgelöst wurden. Unmöglich, dass eine so seltene, fragile Pflanze einfach so hier auftaucht. In New Atlantis und in Tau Ceti. Die Transformationen auf diesen Welten wurden von Menschen ausgelöst. Captain, ist dir klar, worüber wir hier gerade gestolpert sind? Ich glaube, das bedeutet, dass der Angriff auf New Atlantis mit der Lazarus-Pflanze ausgelöst wurde. Jemand hat die Lazarus-Pflanze in Aktion gesehen und sie benutzt, um die Angriffe auszulösen. Eine Biowaffe, die niemand als solche erkennen würde. Eine beängstigende Aussicht. Sowas hält einen nachts wach. Und die Macher haben wahrscheinlich nicht erwartet, dass wir das je aufdecken.
Das ergibt tatsächlich einen Sinn. Tau Ceti war wahrscheinlich der erste Test. Ein abgelegener Ort, an dem niemand nach dem Verschwinden einiger Siedler fragen würde. Dafür sorgen, dass die große Show, der Angriff auf New Atlantis, ein Erfolg wird. Und den Zeitpunkt dafür. Es kann kein Zufall gewesen sein, dass es genau dann passierte, als wir das Kabinett baten, gegen die Terrormorphs aktiv zu werden. Diese Angriffe. Jemand hat sie geplant, um das in Gang zu setzen. Ich fand die Zeiten, zu denen diese Terrormorphs auftauchten, merkwürdig. Das waren sie auch. Aber diese Antwort, tja, sie wirft ein paar signifikante Fragen auf. Wer könnte so etwas auf die Beine stellen? Und warum? Wir bekommen unsere Antwort schon bald, versprochen. Wir sollten die Diskussion lieber dann führen, wenn ihr nicht gerade am Rande der zufrierenden Hölle des Universums steht. Wenn wir weitere Terrormorph-Angriffe verhindern wollen, ob von Menschen oder anders verursacht, dann brauchen wir diese letzte Probe. Roger, Kaisa, bringst du uns zum Raumhafen? Der Eingang ist hier entlang. Wir sind wie Pech und Schwefel, was? Ja, wir sind wie Pech und Schwefel. So. All dieser Schrott fällt dir nur zur Last. Ja, aber dieser Schrott ist was wert. Gönn mir doch wenigstens meine Looter-Sucht ein bisschen. Demnächst wirst du mich sowieso verfluchen. Ich kann den Schließmechanismus nicht mit ausreichend Strom versorgen. Hat jemand eine Idee, wo wir mehr Saft herkriegen? Die Stromversorgung wurde wohl im Sicherheitsbüro gesteuert. Obergeschoss! Der Captain und ich können ihn auskundschaften. Kaisa, sieh zu, dass du einen anderen Weg findest, ihn zu öffnen. Verstanden. Der Büroeingang hat jetzt wieder Energie. Der Weg ist frei. So, dann wollen wir mal hier rein. Ein paar Notizen mitnehmen. Da ist die Schalttafel. Sieht noch funktionsfähig aus. Ausgerechnet, die hat überdauert. Ah, das hier hat auch überdauert, das Schloss. Gucken wir erstmal. Dann müssten wir einen Dreier haben. Der passt nicht. Na, die passen alle nicht so gut. Nee, so passt der gar nicht. So ist er auch zu schief. So würde er reinpassen. Dann bräuchte ich einen drei da und einen da. Aber das passt auch nicht. Gut, mach ich mal kurz so. Ja, siehst du. Wo ist jetzt der andere? Da. Den habe ich nicht richtig gesehen. So. Dann machen wir so. Gut, nochmal ein bisschen Munition. Und das nächste Schlösschen. Na, das dürfte eigentlich klar sein. So. So passt er nicht. So würde er passen. Dann hätten wir hier noch vier übrig. Ja, doch. Nee. Passt nicht ganz. Machen wir so. Wieder im Geschäft. Achtung, Notfallnachricht registriert.
Transkriptionsprozess eingeleitet. Wird abgespielt. Admiral Sanon, wir müssen den Evakuierungsantrag stellen. Das ist mein Vater, mit dem er spricht. Er war hier? Hätte nicht gedacht, dass er den Mumm hat, diesen Soldaten in die Augen zu sehen, bevor er den Laden in die Luft jagt. Admiral! Er hat sich einfach verwandelt. Eine unsichtbare Waffe. Kein Planet wäre sicher. Colonel, sind alle Truppen, die die Abwasserkanäle nach meiner Beurteilung versiegelt haben, in der Anlage? Abgesehen von unseren Opfern? Ja, Sir. Gut. Sie sollen Verteidigungspositionen am Raumhafen einnehmen. Niemand darf weg. Ich werde schnellstmöglich Schiffe schicken. Gott sei Dank. Niemand von uns wollte von diesen Dingern umschwärmt untergehen. Dazu wird es nicht kommen, Caro. Mein Wort darauf. Transkription abgeschlossen. Physische Ausgabe verfügbar. Eine unsichtbare Waffe. Er wusste es. Er wusste von der Lazarus-Pflanze. Nimm die Aufnahme. Wir müssen reden. Jetzt einmal Aufnahme hören. Ve Victis. Er zerstörte diesen Ort und tötete diese Menschen. Um das, was er über die Lazarus-Pflanze und die Terrormorphs und all das wusste, geheim zu halten. Nicht wahr? So sehe ich das jedenfalls. Er erkannte das Potenzial der Pflanze als Waffe und versteckte sie. Er hat die Menschen getötet, damit sie nichts erzählen konnten. Er hat die ganze Stadt zum Tode verurteilt. Er ist ein kaltblütiger Mörder. Nein, er ist schlimmer als ein Mörder. Er ist ein Schlechter. Menschenleben sind für ihn nichts wert. Ein reines Mittel zum Zweck. Ja, genau dafür hielten wir ihn alle. Aber wenn die Pflanze als Auslöser für die Angriffe benutzt wurde, war Ve Victis dann an dem Massaker in New Atlantis beteiligt? Das ist die einzige Spur, die wir haben. Ich garantiere dir, dass er was weiß, selbst wenn er nicht beteiligt war. Ve Victis ist nicht nur für den Verlust von Londinion verantwortlich, sondern auch für den Angriff auf New Atlantis? Das ist verrückt. Aber ich schätze, wir bekommen im Moment keine weiteren Antworten. Los geht's. Holen wir die letzte Probe. Holen wir uns die letzte Probe. Oh, hier liegt noch jemand. Kaisa, versuch es jetzt! Entriegelung erfolgreich. Leute, eure Probe, sie hat sich bewegt. Ihr müsst vorsichtig sein. Das klingt nicht gut. Augen auf. Ja. Sind auf. Da mussten wir ja relativ nah ran, ne? Schon mal die Kräfte so weit benutzen. Was zur Hölle? Ist das die Probe? Mein Gott! Feuer konzentrieren! Feuer! Wir müssen die Schließ Probe dich uns an. Okay, dann strengen wir uns mal an. Ja, wir strengen uns an. Komm schon! Was ist das für ein Geräusch? Das Ding schickt eine Art Signal aus. Das Radar schlägt Alarm. Ich glaube, du bekommst Gesellschaft. Hey, hier drüben. Bitte, du musst mir helfen. Mich hat's erwischt. Naja. Ich glaube, ich kann das Signal aufheben, mit dem das Ding diese Kreaturen ruft. Aber ich brauche ein wenig Hilfe. Die sind überall, an allen Seiten. Rückzug, Rückzug! Es müsste irgendwo am Hafen Radarsysteme mit Strom geben. Wenn du die online bringst, leite ich mein Signal darüber um. Wer von ihnen? Wer wird dich wohl umbringen?
alle. So. Na. Sie sind überall. Es ist nirgendwo sicher. Verbindung aufgebaut. Übertrage Signal. Ja, es funktioniert. Aber die Sklaven, sie greifen die Anomalie an. Percival, machst du das? Ich bin das nicht. Fleisch für die Schlachtung. Ich nulle nur die Frequenz. Wir haben sie befreit und sie helfen uns. Ich habe noch mehr Kapazität. Zur nächsten Schüssel. Null Signal online. Es funktioniert. Er hat mich erwischt. Wo bist du? Eine Schüssel noch, dann kann ich es komplett abschalten. Böse Terramorphs. Bleib stehen. Ich werde deine Haut tragen. Nee, meine Haut willst du nicht tragen. Glaub mir. So. Problem ist, er steht da jetzt direkt davor, ne? Du wirst mir nicht entkommen. Na gut, einmal kurz hier irgendwie durch. Ah! Es bringt nichts. Du hast schon verloren. Null Signal bei voller Stärke. Die Verbindung zu den Sklaven müsste gekappt sein. Und jetzt aus allen Rohren feuern. Sie sind unterwegs, um ihrem Leben ein Ende zu bereiten. Oh, wir geben einfach mal ein bisschen. Immer schön Rinder, trifft die richtigen. Heute ist der falsche Tag, um mich zu nerven. Nee, ich merk schon. Alter, tankt das Ding was weg. So. Viel hast nicht mehr. Die Sklaven. Sie verfolgen uns nicht. Wir sollten uns die Probe schnappen, solange es geht. Du trägst dieses schleimige Ding, oder? Natürlich trage ich dieses schleimige Ding. Dann war's das. Ja, wir nehmen uns hier aber noch mal ein paar Toxine und so weiter mit. Ein paar sollten ja nicht schaden. Dichtungsmittel. Weil überladen bin ich ja eh schon, also von daher. Letzte Probe gesichert. Okay, alles erledigt. Jetzt nix wie weg da. Percival, zieh den Stecker und such ein ruhiges Plätzchen zum Reden. Wird gemacht. Bis bald. Okay, dann einmal zurückkehren. Ist nur die Frage, könnten wir hier irgendwo abkürzen? Ich glaube schon, ne? Hier drüber? So. Aber am besten wäre es jetzt mit der hier. Ne, noch einmal Sauerstoff. Und laufen. Jetzt haben wir auch einen Schneesturm hier. So. Au. Schaut euch alle an. Zurück aus der Unterwelt. Zum Ende hin wurde es ziemlich hektisch im Funkverkehr. Aber es klang, als wäre es ein Erfolg. Haben wir alles, was wir brauchen, um den Plan in die Tat umzusetzen?
Aber sicher, Kaisa hat alle Proben gelagert. Ah, der beste Platz für sie. Die Verbindung ist vielleicht etwas undeutlich. Aber habe ich das richtig verstanden, dass Vey Victis von dieser verdammten Pflanze wusste? So hörte es sich an. Der alte Admiral hat wohl jemanden eingeweiht. Selbst er ist nicht clever genug, um einen Angriff wie diesen aus dem Jenseits zu organisieren. Es ist ein bisschen komplizierter als das. Eigentlich können wir ihn nicht ausschließen. Vey Victis ist am Leben und in Yussi gewahrsam. Entschuldige, wie war das? Er will mich veräppeln, oder? Adrian? Nein, ich glaube nicht. Wir haben also einen Verdächtigen. Genau das heißt es, ja. Captain, Percival und ich müssen diese Proben ins Labor bringen, um sicherzustellen, dass wir die Parasiten und die Terrormorphs gleichzeitig beseitigen können. Aber Vey Victis ist unsere einzige handfeste Spur zu den Angriffen. Da außer dir niemand weiß, wo er ist, kannst du mit ihm reden? Kannst du versuchen, ihn dazu zu bringen, etwas auszuspucken, was er wissen könnte? Oh, ich werde ihn mir auf jeden Fall vorknüpfen. Gut. Wir treffen uns alle beim Mast, vor dem Kabinettssaal. Sie werden alles wissen wollen, was wir hier aufgedeckt haben. Viel Glück, Captain. Und danke, dass du dich um ihn kümmerst. So, Level 80, jawohl. So, bevor wir jetzt aber da weitermachen, würde ich sagen, ja, ich habe meine alte Rüstung schon vermisst. Ich habe sie schon vermisst. Sie muss aber ein bisschen gedupt werden, dementsprechend ja. Machen wir erstmal hier schon mal für den nächsten Restart schon mal die nächste Fähigkeit. Und zwar Rang 1 verfügbar. Du kannst verbesserte Außenpostenmodule bauen und in einem Forschungslabor zusätzliche Module erforschen. Jawohl. Deswegen hatten wir jetzt auch die Forschungsmethoden schon mal vorgepumpt, damit sich das dann jetzt hier mit Außenposten, Chemie und Koch wird es ja nachher auch sein. Auch noch ein bisschen krass lohnt. 3 haben wir noch übrig. Und ja, mal gucken, dass wir weniger Ressourcen brauchen, hört sich doch schon mal nicht schlecht an. So, bei der Minigun bin ich jetzt ehrlich gesagt, ich mag sie. Aber wir sind halt noch nicht geperkt auf schwere Waffen. Ballistische Waffen haben wir, ja. Das wäre jetzt auch nicht das Problem. Nur, ja, wir bräuchten halt nochmal ein bisschen mehr. Also, sie macht Schaden, auf jeden Fall. Sie ist böse, sie frisst auch Munition. Aber wir bräuchten halt noch mal ein bisschen mehr Schaden. Deswegen würde ich mal gucken, dass wir die gleich noch mal ein bisschen aufmotzen. Also Londinion. Ich kenne natürlich die Geschichten, aber ich war noch nie hier. Und die Red Devils haben die Stadt offenbar fest im Griff. Okay. So. Steigen jetzt erstmal ein. Wir müssten aber vorher Kleber besorgen gehen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal kurz eine kleine Kaufrunde, Verkaufrunde machen. So, wir packen jetzt erstmal weg, was wir jetzt nicht brauchen. Also die Micro X, ne? Leckerschmecker, ein Leckerschmecker-Ding. Werden wir Sarah mal in die Hand drücken? Werde ich mal Sarah in die Hand drücken, mal sehen, wie sie da darauf reagiert. Bei so einer guten Waffe. Die Shuttershock, die wir gekriegt haben, ja gut, das ist jetzt nicht so unbedingt wichtig. So, den ganzen anderen Rest und Clara Dadatsch, den können wir ja soweit schon mal wegpacken. Wir sind ja eigentlich sowieso überwaffnet. Die könnten wir dann auch erstmal zu Hause dann weglegen. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. So, bei den Anzug. Ich würde ihr den Astra-Anzug dann erstmal, also den Sternblut-Anzug geben. Weil ich habe meine Wächter, oh, ich habe sie vermisst. Zumal 75% Schaden beim Stillstehen, ne, zu reduzieren zu 50%. Ja, ich bin manchmal einfach nur ein Fels in der Brandung. Und zumal auch die Werte sind halt, naja gut, ne, luftbasiert, thermal, korrosiv, Strahlung ist natürlich deutlich geringer. Ich bin mal gespannt, wie sehr mich nachher der Anzug überzeugt. Mir wurde ja schon gesagt, dass der Anzug sich dann ja auch nochmal upgradet, den wir dann immer dazu kriegen. Aber ich finde, hier dürften wir vielleicht ein bisschen mehr zusammenkriegen. Es wird zwar schon auch schwerer, ja klar.
Aber so im Ganzen dürfte trotzdem mehr Tankiness rauskommen, weil wir haben ja insgesamt physisch Energie und EM. Ne? Die Resistenzen sind ja auch noch auf Helm und Co. Das rechnet sich ja dann zusammen. Warte mal, wir könnten das eigentlich mal hier in den Statistiken doch gut einsehen, oder? War doch nicht mit B mit Status? Da konnten wir doch alle Werte einsetzen. Ja, hier, guck mal, sind wir bei 260, 272 und 272. Wir kommen zwar nicht an die 50 von allen ran, aber ansonsten, die Grundwerte sind schon mal deutlich höher. Und ich finde, mit den Grundwerten können wir vielleicht ein bisschen mehr machen. Natürlich ist das Ding noch nicht geupgradet, deswegen müssen wir unbedingt Kleber besorgen. Ich brauche Kleber. Und zwar sowas von Kleber. Und warum sind hier in... Warum ist in meinem Schiff Credits drin? Weiß ich auch nicht. Ist halt einfach so. Gut, denn einmal hier. So, Ressourcen auch nochmal rein. Hier haben wir auch nochmal ein bisschen was gelootet. So, ja, wir sind schon einiges schwerer geworden. Hier haben wir nochmal ein paar Minen. Gut, bei Hilfsmitteln kann ich natürlich auch nochmal ein bisschen was wegpacken, was wir sowieso verkaufen tun. Also mit dem Koch und so weiter, da gucken wir mal, wenn es denn soweit ist. Und jetzt würde ich es einfach erstmal nur immer verkaufen. Geld tut nicht weh. So, Fernkampfschaden, ja gut, können wir wegpacken. Limette können wir wegpacken. Neurajet, das war ja benötigt Forschung. Das ist ja das gute Zeug, das wollen wir ja behalten. Pick Me Up behalten wir auch. Das hat ja nochmal 50 Tragkapazität. Ah, das können wir auch alles reinschmeißen. Alles, was jetzt so ins Schiff landet, das wird dann auch verkauft. Ja, regeneriert Gesundheit, das behalten wir ja sowieso. Ich hoffe mal, dass das nachher mit dem Essen dann halt auch gut was einbringt. So, wie gesagt, Anzug kommt ja dann nachher nochmal ab. Was hat der eigentlich für Masse? 17? Ja, kommen wir fast aufs selbe, ne? Also, gut, mechanisch hat 40 Tragkapazität. Also, wenn wir jetzt den Anzug ansetzen, wiegen wir halt... Ne, jetzt habe ich ihn aus Versehen reingeschmissen. Das wollte ich nicht. Den müssen wir wieder rausnehmen. Den soll ja Sarah bekommen, damit ich es nicht vergesse. So, aber ansonsten... Na gut, Sarahs Geschenk. Naja, es sind nur noch die Waffen, die mich jetzt schwer machen. Gut, Mikrogun, ja, die, gut, die wiegt auch nochmal 15. Also wir kommen schon wieder auf unser Fast-Sold zusammen. So, jetzt müssen wir aber erstmal schauen. Ich brauche nochmal... eine Händlerallianz. Eine Handelsgesellschaft. Der Bau hatte ja nichts. Dementsprechend würde ich jetzt mal gucken, ob wir vielleicht in Neon. In Neon haben wir eigentlich immer relativ viele Geschäfte. Auch wenn ich die Straße jetzt nicht so mag, aber mein Gott, da muss ich jetzt halt durch. Da sind halt ein paar mehr Geschäfte, die man abklappern kann. Weil ich meine, gerade auch bei unserem Neville, der hatte, glaube ich, auch immer Ressourcen. Kleber, wir brauchen halt unbedingt Kleber. Alles andere ist ja da. Habe ich was für dich. Was hast du denn für mich? Lass mich raten. Ja, guck mal hier. Gib acht, Darling. Antibiotikum. Ne, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Ich muss jetzt erstmal hier herausfinden, wo wer was ist. Ich nee, hier glaube, ist ich Neon Security. Gelbank. Ja, falsche Seite somit. So, das war der Doktor. Der müsste das ja hier irgendwo sein. Hier ist schon mal die Handelsaufsicht. Wenn es, brauchst du was? Ja, handeln. Jetzt machen wir Fortschritte. Dann gucken wir doch mal, ob du vielleicht das hast, was ich haben möchte. Oh, du hast ja sehr, sehr viel. Aber er hätte Rischbarschöl. Könnten wir rein theoretisch mal kaufen. Ja. Gut, dann verkaufe ich dir erstmal aus. So, hier einmal kurz die Minen schon mal loswerden. Die Notizen loswerden. Sonstiges. Das Geld halt mal wieder ein bisschen reinholen. So, dann haben wir hier zwei Helme.
Den des Veterans, ja, den kannst du haben. Bodencrew, legendär. Nee, behalte ich mal nochmal. So, die Tiefminen-Anzüge kannst du noch haben. Und jetzt haben wir noch so zwei, drei Waffen, die ich dir jetzt nochmal vermachen kann. Ja, jetzt hat man noch 400. Ja gut, den Rest darfst du behalten. Bist du fertig? Ja, bin Dann ich. Dann verzieh dich. Ja, tue ich ja schon. Bin ja schon so gut wie weg. So, hier haben wir Waffenhändler. Nevels. Hallo, willkommen bei Newbels. Kaufen? Klar, sieh dich um. Komm schon, du hast doch jetzt bestimmt die Ressource, die ich brauche. Nährstoff, Polymer, Rissbarschöl, Schmierstoff. Gut, Schmierstoff könnte man auch nochmal mitnehmen. Toxine, aber nee. Dakar hat da gar nichts. Doch, hier. Oh, 12 Klebstoff. So, ja, hier. Beste Mann, beste Mann. So, ich könnte nochmal Membran, könnte ich auch nochmal mitnehmen. Dann können wir dir jetzt nochmal den Rest hier aus dem Ganzen geben. Na, zwei Waffen und dann ist er auch schon wieder durch damit. Gut. Empfiehl unseren Laden bitte weiter. Ja, machen wir. So, jetzt wollen wir erstmal gucken, dass wir uns ein klein wenig upgraden. Das heißt, einmal wieder zurück nach Hause. Weil gerade... Okay, gut. Das fällt dir ja früh auf. Nachdem ihr mich hier schon beschossen habt. Oh, ohne Graf Antrieb setzen sie fest. Tja, ich würde sagen, Pech gehabt, wa? Lass mal kurz ein bisschen abbremsen, damit ich ja auch mal alles einsammeln kann. Da wollten die mich jetzt wirklich nochmal ärgern hier zu Hause. Böse Spacer. So, da haben wir auch noch einen. Händlerfrachter. Howdy. Handeln wir. Wirf ruhig einen Blick drauf. Okay. Dann gucken wir doch mal. Was hast du denn? Helium? Nüscht. Schiffsteile? Nee, bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich könnte dir doch hier mal so ein bisschen was verkaufen, oder? Aus meinem Hilfsmittel-Areal. Na komm, hier. Kriegst du das Alien-Gen-Material, dann bist du leer. So, nee, ich will den ja auch nicht anschießen hier. Ich wollte nur mal kurz wieder bei uns zu Hause landen. So, dann hoffen wir mal, dass die Sachen wie Anzugsbank und Co. auch funktionieren. Und dann gucken wir mal. Jetzt würde mich ja mal interessieren, wenn ich ihr jetzt die Minigun in die Hand drücke und dann mal so 400 Schuss. Sie verbraucht ja denn eigentlich keinen Schuss. Ob das denn klappt? Weil die Minigun ist ja wirklich sehr, sehr cool. So, aber jetzt machen wir erstmal hier alles auf. Und Anzug als allererstes. Und kann ich nicht verwenden, da es gesperrt ist. Gut, dann würde ich sagen, mache ich das jetzt einmal offscreen. Weil das ist jetzt hier schon wieder an, aus und neu laden und so lange ausprobieren, bis es funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Läuft halt einfach nicht so, wie es laufen soll. Dementsprechend machen wir jetzt hier schon an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut. Ich werde offscreen ein klein wenig rumdatieren an den Dingern. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.